Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zu Bioshock 2. Ich denke mal, somit das letzte Kapitel, letzte Level. Und hier gibt es ja auch keine Little Sisters in diesem Level. Und deswegen werde ich es einfach so schnell durchspielen, wie es mir nur möglich ist. Also wirklich dem Pfeil folgen ohne Ende, dass man hier wirklich ganz schnell macht. So schnell, wie es eben nur geht. Denn ich, natürlich habe ich noch Bock, das hier zu beenden. Werde das natürlich, und dann geht's zu Bioshock Infinite. Delta ist entkommen. Eleanor Lamb hat sich gegen ihr eigenes Volk gewandt. Bleib weg von meinem Vater. Steht fest und kämpft. Oder die Familie Rebels wird gemeinsam fallen. Ich hab's auf sie abgesehen. Ja, da können wir hier mehr, da kann ich mir hier ein bisschen was kaufen. Ich muss dazu sagen, das ist hier bestimmt schon so mit meiner dritte oder vierte Aufnahme, die ich versuche. Bei mir stürzt auch irgendwie immer das Spiel. Das stürzt mir immer wieder ab. Und das finde ich, ehrlich gesagt, nicht so wirklich toll. Ich habe keine Ahnung, beziehungsweise nicht nur das Spiel, sondern komplett der Rechner stürzt ab. Also ich vermute mal, dass eben das einfach viel zu warm wird. Wenn ich so die Befehle gerichtet, dass das an der Grafikkarte liegt, und deswegen habe ich jetzt einfach mal den zweiten Monitor abgestöpselt jetzt für die Aufnahme. Werden wir einfach mal gucken, ob es was bringt. Ja, Ergebnis des erfolgreichen Hackens. Deswegen weiß ich natürlich auch, was so ein bisschen auf mich warten wird. Weil ich halt schon mal so um die 10 Minuten gespielt habe. Nur so kann ich dich noch retten. Aber was ich mich frage, ich bin ja jetzt so, sie sind ja so fast bei mir, oder? Ich könnte sie ja jedes Mal rufen. So. Hier haben wir noch eine Eve-Spritze, weil es braucht bestimmt eine Menge Eve. Was ich die habe, Gen-Upgrades braucht man gerade nicht. Aktenschränke durchsuchen. Und dann würde ich sagen, mal Knopf zur Gefangenenaufnahme. Dann los. Wer kommt da? Erkennst du Sinclair nicht, Delta? Er ist jetzt, was du hättest sein sollen. Ein letztes Modell der Alpha-Serie, bereit für die Familie zu sterben. Als früherer Eigentümer von Persephone ist er der ideale Mann, um dich wieder in den Käfig zu stecken. Mutter hat Sinclair unter ihrer Kontrolle, Vater. Und er hat den Masterschlüssel. Schnapp ihn dir! So, na dann machen wir das doch mal. Junge, obwohl ich eigentlich mit Sinclair. In meinem Kopf. Ich komme nicht dagegen an. Es fällt mir schwer, auch nur zu sprechen. Sie hat mir meine verdammte Zunge gelassen, um mir die Codes für die Bomben rauszuleiern. Ich soll verhindern, dass du abhaust. Tut mir leid. Jep, so, dann. Oh, wir haben hier ein paar Panzerbrechende. Ich glaube, hier könnte man mal unsere... Huch, warum bist du jetzt eingefroren? Vor allem, ich brauche doch die Antipersonenkugeln. Wohin soll ich nicht gehen? Da
war doch oben der Verkaufsautomat, da wegen Antipersonenkugeln, da muss ich ja mal gucken. Ich will ja nicht nur alles auf die Eleanor abwälzen, das wäre ein bisschen zu einfach. Natürlich könnte ich mir jetzt immer schön für die Eleanor, also Eve-Spritzen holen, damit wir immer Eleanor rufen können, aber ich würde mal sagen, das kann man uns auch für einen Boss aufheben. Ich meine, ich habe ja wirklich schon die ganz einfachste Variante genommen, die es überhaupt gibt. Und ich würde sagen, ich folge jetzt einfach mal, habe ich am Anfang gesagt, wirklich nur noch dem goldenen Pfeil. Ich bin da. Aua. Ich weiß nicht, ob der, ist das hier Eis oder, es sieht so ein bisschen merkwürdig aus. Aber ich versuch's hier einfach mal. Irgendwie hat hier die Grafik nicht so richtig hingehauen. Würde ich mal meinen. Aber ich gehe mal wieder auf Eleanor rufen. Wer weiß, vielleicht brauche ich es ja wirklich später noch. Und ich höre hier schon wieder jemanden. Ach, ich renne hier einfach mal durch. Ich weiß, du kannst mich hören. Ich bin jetzt in Sinclairs U-Boot. Delta kann mich hier nicht erreichen. Du schon? Du musst nicht mit ihm sterben. Wir kehren gemeinsam zur Oberfläche zurück. Du brauchst nur einzusteigen und deine Pflichten zu akzeptieren. Denk daran, Eleanor. Mami liebt dich. Glaube ich nicht. Ja. Mutter testet mich. Ein letztes Spiel. Zum Glück bin ich mittlerweile eine absolute Expertin darin, ihre Regeln zu brechen. Ich habe meine Wahl getroffen, Vater. Und wenn es sein muss, werde ich dafür sterben. Fände ich jetzt nicht so gut. Ich weiß nämlich nicht, inwieweit. Deswegen will ich die halt Eleanor auch nicht so oft rufen. Inwieweit. Oh. Ja, stimmt. Wir sind jetzt im Zellenblock, im Gefangenenlager. Kaffee-Bandagen müssen wir mal. Inwieweit die halt auch. Ich komme gerade nicht auf den Namen, gebraucht wird oder auch nicht. Neues Ziel, besiege Sinclair. Ich habe dich hier drin eingesperrt. Lam lässt mich nach ihrer verdammten Pfeife tanzen. Ich kann nicht anders. Du musst hier rein und musst mich erledigen. Wäre schöner, wenn es eine andere Lösung gäbe. Aber lieber sterbe ich als Mensch, als so weiterzuleben. Ah, und da muss man einen Code finden. Ich würde den Code für dieses Tastenfeld ja verraten, wenn ich könnte. Es ist, als hätte Lam Mauern in meinem Kopf hochgezogen. Aber die Gefangenen hier kennen die Kombination vielleicht. Sieh in den Zellen nach. Und bitte beeil dich. Es macht einen fertig, dauernd so zu singen, noch dazu ohne Erlaubnis. Und ich vergesse langsam den Text. Ach, sing ist doch ganz schön. Oh Gott, er hat recht, Vater. Mutter setzt darauf, dass du hier stirbst oder dass ich dich im Stich lasse, bevor die Bomben hochgehen. Wir können Sinclair nicht mehr retten. Wir brauchen den Schlüssel von ihm. Finde den Code zum Wachturm oder denk dir was aus, wie du ihn da rauslocken kannst. Ja. Der Direktor hat meine Warnungen viel zu lange ignoriert. Ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Ich habe ein Hacking-Tool aufgetan, um seine Geschütze abzuschalten und die Bots lahmzulegen. Ich habe auch den Code geknackt. Er ist 2, 6. Junge, ich habe diesen Laden hier gebaut. Und ich habe dich für diese Plasmidversuche an Fontaine vermietet. Und jetzt büße ich dafür. Ich hätte gerne mehr Zeit. Nimm das Rettungs-U-Boot. Es gehört dir. Aber lass mich nicht so zurück. Ja, verspreche ich dir. Das ist der halbe Code für den Wachturm, nehme ich an. Sieh zu, ob du den Rest rausbekommst. Ja. So, wo bist denn du, Kamera?
Wo bist du? Da ist das Licht. Also, okay, aber weißt du, was wir auch mal wieder machen können? Wir könnten mal wieder die Nieten benutzen. Hier haben wir noch einen Verbandskasten, den ich jetzt aber überhaupt nicht brauche. So, ich nehme einfach mal den Fall. Oh, der sieht da auch nicht gerade sehr freundlich aus. So, die letzten zwei Ziffern. Ich habe heute einen kurzen Blick erhascht, wie der Direktor den Code zum Turm eingegeben hat. Die letzten zwei Ziffern waren 7 und 3. Den Rest habe ich nicht mitgekriegt. Vielleicht kriege ich es durch Versuch und Irrtum raus. Schätze, das kann dauern. Ach naja, wenn er die letzten beiden schon hat, so lange dauert es dann gar nicht. Mein Junge. Du hast es geschafft. Und jetzt komm hier rein. Und erledige mich. Mach ich. Und zwar... Kontaktmine, Wärme... Der freie Wille, Delta. Eleanors Geschenk an dich. Und mit jeder freien Entscheidung hast du sie deinem Ebenbild ähnlicher gemacht. Eine solche Wahl hat Sinclair nicht. Und doch dient er der Welt unbeirrbar. Er ist jetzt der bessere Mensch. Glaube ich irgendwie nicht so, aber wir geben jetzt einfach mal den Code ein. 2673. So weit war ich heute überhaupt noch nicht gekommen mit der Aufnahme. Sinclair verändert seinen Standort, Vater. Finde ihn. Wir brauchen diesen Schlüssel. Ja, tut mir leid. Man sieht sich, Junge. Ich danke dir. Ja, ich musste ihn ja leider kalt machen. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ihr euch nahe gestanden seid. Wenn du so weit bist, nimm den Schlüssel. Ja. Irgendwie, ich meine, er hat mich ja schon so ein bisschen hier durchgeführt und war dann doch etwas freundlich gesonnen zu mir. Schade. Und ich muss gleich mal husten, entschuldigt bitte. So, braucht man eigentlich noch... Ja, wir machen mal erhöhten Harpunschaden. Obwohl wir das eigentlich nicht benötigen. Dann. Vater, ich fürchte, die Schließung aufzuheben bedeutet auch, dass alle Gefangenen freikommen. Bitte richte dich darauf ein, bevor du den Schlüssel an dem Hauptschalter benutzt. Ja. Sicherheitsalarm deaktiviert. Schließung aufgehoben. Sicherheitsbüro wird vorübergehend abgeriegelt. Sinclair starb als Held der Familie Raptures, Delta. War er ein Freund für dich oder nur ein Werkzeug? Begreifst du überhaupt den Unterschied? Und Eleanor, du hast dich für Subject Delta entschieden und gegen deine Mutter, gegen dein Volk, gegen die Verpflichtung, die in deiner Geburt lag. Wie du willst. Du glaubst, dieses Schiff wird Delta in Sicherheit bringen. Du bist wie ein verzogenes Kind mit einem neuen Spielzeug. Ich habe keine andere Wahl, als es dir wegzunehmen. Schließung aufgehoben. Alle Zellenblöcke entriegelt. Alle Schotten offen. Oh nein. Mutter ist auf das Rettungsboot aufmerksam geworden, Vater. Wir müssen dorthin. Schnell. Ja. Ich... Das wird dir passieren, wenn wir diesen Weg stehen. Ja, ein Haufen Alpha-Serien jetzt, auf die ich hier treffe. Also, wirklich ein Glück, dass ich jetzt, dass ich mir jetzt Eleanor gerufen habe. Ansonsten, die Eve-Spritze nehme ich dankend mit. Bist du noch hinter mir? Kommst du, Eleanor?
Ich brauche dich, sonst es könnte sonst etwas eng werden. Danke, Eleanor. Den übernimmst du, ne? Ich schalte mal jetzt auf die Flinten. Ja, heute also ein bisschen rum. Kreist Eleanor weiter von mir fort, Delta. Bald ist mir doch scheißegal. Ihr Ende bedeuten. Mir bleibt nichts mehr. Bevor du stirbst, werde ich dir alles nehmen, was dir lieb und teuer ist. Sinclair ist nur eine weitere Leiche, die deinen Weg pflastert. So. So, kämpf mal mit meiner Tochter. Niemand legt sich mit mir und meiner Tochter an, auch nicht die Alpha-Serie. Aber ich müsste mal wieder ein bisschen gucken, dass ich irgendwo... Und irgendwie hängt die Grafik sich gerade wieder ein bisschen auf. Ach, die zieht die hier immer alle an, okay. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich bräuchte aber ein bisschen Schrotmuni oder so und da irgendwas in die Richtung. Hier haben wir Schrot, dann holen wir uns mal Flintenkugeln, hol ich mir mal. Antipersonen könnte ich auch wieder richtig gut gebrauchen. Und das war die 4 mit Antipersonen. Genau. Bohr, Treibstoff, den Bohr benutze ich ja kaum noch. So. Aber dieses Flackern, oh ey, das ist ja richtig nervend. Oh! Auch schön. Also, ich glaube, ich werde dann jetzt einfach mal kurz zwischenspeichern. Und, hier den neuen Spielstand. Und einfach noch einmal Bioshock von vorne starten. Also, wir sehen uns gleich wieder.